Wann erfolgte der Übergang von den Bandidos zu den Hells Angels? Kadir Padir löste Anfang 2010 in Berlin während des Höhepunkts der bundesweiten Auseinandersetzung zwischen den beiden Rockerclubs eine Eskalation aus, indem er mit seiner Gruppe von Brüdern zu den Hells Angels wechselte, auch bekannt als Petschover. Einige der Männer, die wenige Monate zuvor den Hells Angels Nomads, Boss André Sommer in Finofurt, Brandenburg, angegriffen hatten, waren unter den Wechslern. Kadir Padir hat den Deal direkt und unter größter Geheimhaltung mit dem Rockerboss Frank Hanebut ausgehandelt. Hanebut hat immer bestritten, dass dem neuen Bruder eine Prämie von etwa 250.000 Euro bezahlt worden sei, aber das Gerücht hält sich hartnäckig. Denn die Hells Angels standen damals nicht nur in Berlin unter Druck. Die Bandidos hatten ihnen quantitativ den Rang abgelaufen, und der größte Rockerclub der Welt drohte Einfluss in wichtigen Städten und somit auch bei ihren Geschäften im Rotlichtmilieu zu verlieren. Einige Hells Angels verließen die Rockerbande nach der Aufnahme von Kadir Padir und seiner Migrantengruppe. Ein Aussteiger behauptet, dass die Ideale des Clubs damals verraten worden seien. Im Jahr 2010 sagte Frank Hanebut in einem Interview mit Bild und BZ, dass man die neuen Brüder integrieren würde, aber heute weiß man. Es ist nie gelungen. Die Fortsetzung läuft und in Episode 4 geht es spannend weiter. Vielen Dank an alle Zuschauer für eure Treue und Unterstützung.